Liliane Susewind, ein kleines rothaariges Mädchen, das die Gabe hat, mit Tieren zu sprechen. Als sie mit Schulkameraden einen Ausflug in den Zoo macht, erfährt sie, dass dort Tiere auf seltsame Weise verschwinden. Ihr Abenteuer kann beginnen. Die Geschichte von Liliane Susewind basiert auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Tanja Stevner und wird jetzt zum Leben erweckt. Seit einigen Wochen schon ist das Filmteam rund um Regisseur Joachim Masanek, der auch die Wilden Kerle verfilmt hat, am Rarener Bahnhof zu finden. Dort wurde ein kleiner Zoo geschaffen, der einer der Hauptdrehorte ist. Warum der Bahnhof so attraktiv war, erklärt Produzent Felix Zakor von Dreamtool Entertainment. Wir wollten in dieser Region hier den Film machen und der liegt wahnsinnig nah an der Grenze. Das ist logistisch erstmal unglaublich geschickt für uns. Und wir haben einfach hier eine tolle, unberührte Natur und trotzdem so ein bisschen Industriefeeling hier durch die Schienen und durch dieses Bahnhofsgebäude. Und wir haben dann ja unsere eigenen Zäune und die ganzen Zoogeschichten hier hingebaut und fühlen uns hier sehr wohl. Auch Regisseur Joachim Masanek war es wichtig, dass das Motiv des Bahnhofes isoliert ist, damit eine kleine eigene Welt geschaffen werden konnte. Und das ist gelungen. Hohe Aussichtstürme, eine Hängebrücke, mehrere bunte Bauwagen und zahlreiche Tiergehege schaffen ein Paradies für Kinder. Da der Bahnhof denkmalgeschützt ist, mussten einige Hürden überwunden werden. Wenn der Dreh beendet ist, muss alles wieder so aussehen, als hätte es den Filmzoo nie gegeben. Der Film ist eine deutsch-belgische Produktion, an der auch der Kettenisser André Sommerlatte und sein Partner Sebastian Schelenz mit ihrer Produktionsfirma Velvet Films beteiligt sind. Neben bekannten deutschen Schauspielern wie Merit Becker, Christoph Maria Herbst oder Tom Beck sind natürlich die Kinder die Hauptakteure. Liliane, gespielt von Malu Leicher, erlebt die ganzen Abenteuer natürlich nicht alleine. Für die Kinderrollen wurde auch in Ostbelgien gecastet. Die 11-jährige Fleur Steffens aus Eupen hat eine kleine Rolle ergattert und das ganz ohne Filmerfahrung. Bei uns in der Schule kam eine Frau, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, sie hat einen Flyer ausgeteilt. Das hat sie auch in Brüssel, in Berlin, in Köln. Und ich kam sofort nach Hause, Mama, ich will da mitmachen. Weil ich wollte schon immer halt bei einem Casting mitmachen. Sie suchte auch schon, aber für viele Agenturen brauchte man Schauspielunterricht. Und ich habe so viele Hobbys dafür. Und da hat sie halt gesagt, okay. Und dann bin ich hingefahren und habe ganz easy gespielt, also versucht zu spielen. Tierische Schauspieler sind natürlich auch dabei. Sogar ein Elefant wurde extra aus Paris engagiert. Alle anderen Tiere sind aus Belgien oder Deutschland mit ihren Trainern angereist. Im Film redet Liliane mit den Tieren. Um das umzusetzen, braucht es einige Tricks. Die werden digital bearbeitet zum Schluss. Das heißt, wir drehen teilweise mit echten Tieren, die wir dann am Computer bearbeiten. Und es gibt auch Tiere, die wir ganz am Computer machen. Weil mit kleinen Ronny, unseren kleinen Babyelefanten, den mit sowas gibt's, so einen Elefanten gibt es einfach nicht zum wirklich Mitreden. Das wäre gar nicht erlaubt, das wäre auch gar nicht möglich. Und den haben wir dann uns am Computer gebastelt. 3 Jahre hat es von der ersten Idee bis jetzt gebraucht. Einige Szenen sind bereits fertig geschnitten und Joachim Masanek hat verraten, dass es ein sehr leichter Kinderfilm wird, der an Astrid Lindgren-Verfilmungen erinnert. Noch bis Montag wird die Filmcrew in Raren drehen. Danach geht es für weitere Dreharbeiten nach Gangelt und Schleiden. Ende August werden alle Szenen im Kasten sein und ab dem 10. Mai kann man die Abenteuer von Liliane Susewind im Kino verfolgen.